Herzlich willkommen zu iPhone Welt TV. Wir testen heute das neue iPhone 4S und wir zeigen Ihnen, was Siri alles kann und was Siri alles noch nicht kann. Und wir testen, was sich sonst noch im Vergleich zum iPhone 4 geändert hat. Im iPhone 4S steckt jetzt ein Doppelkernprozessor. Das heißt, er ist theoretisch ungefähr doppelt so schnell wie der im iPhone 4. Und anhand einer grafischen Berechnung möchten wir das jetzt mal zeigen. Man sieht, das iPhone 4S ist sofort fertig, während das iPhone 4 noch rechnet. Das heißt, die reine Rechenleistung ist beim iPhone 4S tatsächlich deutlich höher. Das Surfen im Web ist eine der wichtigsten Funktionen beim iPhone. Und wir vergleichen deshalb mal, ob sich dort bei der Geschwindigkeit etwas verändert hat. Dazu rufen wir eine übliche Webseite auf und schauen, wie es schneller lädt. Man sieht jetzt schon direkt, beim iPhone 4S ist die Webseite schon jetzt da. Und beim iPhone 4 dauert es ein paar Sekunden länger. Also auch da hat sich etwas verändert. Die vielleicht berühmteste Macke beim iPhone 4 ist die Antenne. Da gibt es das sogenannte Antennenproblem. Das heißt, wenn man hier unten links die Ecke fest anfasst, dann wird der Empfang schlechter und es kann auch vorkommen, dass die Internetverbindung oder das Telefongespräch abbricht. Apple verspricht, dass dieses Problem mit dem iPhone 4S behoben ist. Dort gibt es eine neue Antennenkonstruktion, die sieht jetzt auch ein wenig anders aus. Und hier passiert das nicht mehr in dieser Form. Also tatsächlich ist dieses Problem des Empfangenweggehens durch Anfassen ist nicht mehr so vorhanden. Da hat Apple tatsächlich etwas verbessert. Siri versteht zwar schon ziemlich viel, kann aber noch längst nicht alles. So braucht man zum Beispiel eine Internetverbindung, sonst funktioniert Siri überhaupt nicht. Es gibt auch Probleme mit englischen Wörtern in deutschen Sätzen, die werden auch nicht verstanden. Und man kann auch keine Einstellungen beispielsweise ändern auf dem iPhone mit Siri oder Apps starten zum Beispiel. Wann wird es heute dunkel? Der Sonnenuntergang ist heute um 16.32 Uhr. Schneit es morgen? Ich sehe keinen Schnee in der Vorhersage für morgen. Wann hat Clemens Geburtstag? Clemens Fetzer hat heute Geburtstag. Erinnere mich morgen früh, Hemden mitnehmen, wenn ich zu Hause verlasse. Hier ist deine Erinnerung für morgen um 7 Uhr. Soll ich sie erstellen? Ja. Okay, ich werde dich erinnern. Danke. Dein Wunsch ist mir Befehl. Außerdem kann Siri nichts mit Ortsdaten anfangen. Wie weit ist der nächste Bahnhof? Ich kann keine Wegbeschreibungen, Verkehrsdaten oder Karten für dich aufrufen. Tut mir leid. Die zweite große Verbesserung beim iPhone 4S ist die neue Kamera. Die kann jetzt nämlich Fotos in 8 statt 5 Megapixeln Auflösung aufnehmen und filmt Videos in 1080p, also Full HD, anstatt der Standard-HD-Auflösung des iPhone 4. Wir schauen uns die Unterschiede jetzt mal genauer an. Das iPhone 4S hat auch einen neuen Bildstabilisator. Den gibt es nur beim neuen Modell. Den kann man auch beim iPhone 4 nicht nachrüsten. Man sieht doch deutliche Unterschiede, was Farbe und Schärfe angeht. Man sieht, dass das iPhone 4S ein etwas helleres Bild produziert. Auch der Fokus ist etwas schneller und es muss nicht so oft nachregeln. Also insgesamt doch eine Verbesserung der Kamera. Der Wechsel vom iPhone 4 zum iPhone 4S, der lohnt sich eigentlich nur für diejenigen, die unbedingt Siri haben möchten oder die zwingend eine bessere Kamera im iPhone haben wollen. Ansonsten war der Sprung vom iPhone 3GS zum iPhone 4 wesentlich größer. Den ausführlichen Test des iPhone 4S, den finden Sie in der Macwelt 12 2011. Schauen Sie doch mal rein.